gobbler? I'm a gobbler? I'm a goblin? I'm a goblin? Ja. Yeah. Huh? Na, I'm a goblin? Na gut. Er hat es akzeptiert. Ah, meine Augen! Aloha. Und herzlich willkommen bei einer neuen fantastischen Folge von Verstrahlter Ego. Oh yeah, und diesmal spielen wir mit euch zusammen Sims 4. Ah, schön. Also wenn man irgendwo was verstrahlen kann, dann hier bei Sims 4. Oh, es hat sich gereimt. Was sich reimt, ist gut. Wann hast du das letzte Mal Sims gespielt? Ich glaube zu Sims 2 Zeiten. Ich glaube, ich habe Sims 3 auch noch ein bisschen gespielt, aber nicht so viel. Stimmt, hier kann man ja mittlerweile auch anfassen und bewegen. Also ich kann hier einfach den Bereich einfach anfassen, editieren. Oh, wer jammert denn da im Hintergrund? Wie wollen wir denn bauen? Wollen wir klassisch bauen? Wollen wir hier über diese Punkte gehen? Guck ich meinen schiefen Mund an. Wie schief der ist eben. Das ja, ist schon sehr gut. Aber der ist auch schief. Vielleicht guckt der einfach schief. Der guckt schief. Kann man das einstellen? Kann man den... Wow, goldene Zähne? Zeig mir deine Zähne, Junge, oder was? Das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, ich kann... Aber wir können auch... Da waren auch sehr kaputte Zähne. Ne? Wir können alles machen. Ne? Erstmal eine Basic. Warte mal. Der sieht freaky aus, oder? Ja, oder? Bisschen Psychopath ist da schon drin. Da steckt schon so ein Hauch Psycho drin, ja. Da hast du recht. Ich finde sie auch gar nicht so schlecht. Weil wir schon so einen alten... Ein Schutner! Alten? Ein Opa Kunibert, wollte ich gerade sagen. Ja, wie war noch unser Name? Es ist schon so lange her. Du meinst Spendibus? Nein. Scheiße. Der letzte war halt... Der Blick ist schon super. Der letzte ging halt nicht mehr in die Richtung. Das war, ja, genau das. Okay, ja, passt, fertig. Nein, das ist doch der gute Ausgangspunkt hier, um mal schön. Das sind nur jetzt irgendwelche Hautdetails wie Leberflecken oder was? Oh, ich glaube, das kann eine Zeit lang dauern. Wie im Studium, bitte. Die sind ja Hammer. Boah, Alter. Die sind ja genial, was zum Teufel. Wo kommen die her? Was ist das für ein Symbol? Aus dem Halloween-Pack bestimmt, oder? Ah, nee, oh, da das sieht aus wie eine Palme. Ja, oder? Nee, da hat mir Lilly von erzählt. Das sind, genau, das ist von diesem Insel-Special, glaube ja. Ich, das sind die Meerjungfrauen, die haben so eine Zähne. Oh, what? Ja, finde ich cool. Kann man eigentlich auch gar keine Zähne haben? Kann ich das hier wegmachen? Schade. Das wäre cool gewesen. Ah, die goldenen finde ich halt auch ganz geil. Die sind auch super und Meerjungfrauen ist auch toll. Meerjungfrau, da kannst du richtig einen Psycho draus machen. Da können wir, das könnte der Sohn sein oder sowas. Wangennarben, ja, klar, alle. Wenn man von vorne guckt, sieht es aus wie mega eingefallene Wangen. Mund-Nase. Nee, Mund-Narben. Ja, beide. Mund-Narben-Bedeckung, eine Mund-Narben-Maske. Das wird Opa. Opa groß Bums. So, aber wir brauchen auf jeden Fall wieder so einen guten, so einen schönen Buck. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist ein richtiger Zug da oh, vorne. Oh, guck mal, das kannst du richtig gerade machen. Aber grinst der denn auch so blöd? Weil ich möchte unbedingt das Grinsen behalten, was wir vorhin gesehen haben. Der hat aber auch von alleine blöd geguckt. Ja, ja, das ist, wenn der einfach so blöd in der Gegend rumsteht und einfach sich langweilt. Mm. Nee, der muss schon grinsen. Der muss auf jeden Fall. Der ist richtig glücklich. In sich hineinschmunzeln. Ja, komm von der Seite. Wie das hier aus? Der freut sich. Der ist glücklich. Nasenflügel sind top. Ohren, stimmt. Alte Menschen haben immer große Ohren. An den Ohren nichts verloren. Nein, das ist sein Job. Ich will nicht sein Job. Hat gar keinen Job. Du hast gar keinen Job. Was ist das? Wuffi McSturf. Oh nee, da kommen wir nachher noch hin. Nein. Erstmal wie ich sehen, wie der aussieht hier. Ja gut, dann geben wir ihm jetzt schon mal eine Frisur. Das ist ja irgendwie schon ganz cool. Oh ja, das Grinsen. Da war's. Unverwechselbar. Er hat sein gelbes. Das beste Grinsen überhaupt. Ah, perfekt. Er ist sehr nah an Spendibus dran. Vom Grinsen. Ja, deswegen hat er auch Goldzähne. Spendibus-Grinsen. Ja, hat er sich leisten können nach den ganzen Spenden. Da! Oh, die sind sogar gerade rausgeklippt aus der Lippe. Hammer. Guck mal wieder. Ach, irgendwie sieht der aber niedlich aus, oder? Ja. So.
Ich finde den so sympathisch. Das waren auch die Augenbrauen, glaube ich. Ja, aber die sind gut, weil die so hoch sind. Und dieses ganz leicht offene Grinsen. Aber was ich damals an Sims 2 besser fand, ist, dass man, glaube ich, auch mehr Auswahl in den Farben hatte. Du konntest auch richtig aus dem Farbrad wählen. Ja, stimmt. Hier kannst du nichts mehr. Aber gut, du hast ziemlich viele Frisuren. Ziemlich. Oh, so eine Locke. Die finde ich richtig gut. Die ist echt gut. Oh Mann, diese Szene, dieses Grinsen. Vor allem da, wie das so rausguckt. Ich finde den Typen mega knuffig irgendwie. Der sieht zwar ein bisschen dämlich und deppert aus, aber irgendwie auch knuffig. Wie so ein Frankenstein. Ja, schon so ein bisschen, ne? Der sieht aus wie so ein... Das macht bestimmt auch die Hautfarbe. Ja. Müssen wir da auch noch was dran nehmen. Wie hieß er? Von Spartacus. Sportacus. Freddy Faulig so ein bisschen. Oh, hier, schmierig. Der ist gut. Der ist auch gut. Der sieht aus wie so ein verrückter Zuhälter. Das ist ein Stock. Gehst du mal ganz fein? Den hier. Ja. Ja, oder? Ja. Ich weiß nicht. Es gibt ihm schon wieder so ein gewisses Etwas. Das macht ihn schon wieder charakteristisch, ne? Ja. Oh. Muss mir echt einen Charakter machen. Guck mal, es gibt meinen hochgezirbelten Schnurrbart. Oh Gott, ich kann aus ihm einen... wie heißt er nochmal vom Mad Magazine? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich weiß es nicht, aber er sieht aus wie ein Gnom. Er sieht aus wie der vom Mad Magazine. I'm a Goblin? I'm a Goblin? I'm a Goblin? I'm a Goblin? Ja. Hä? I'm a Goblin? Na gut. Ganz akzeptiert. I'm a Goblin? Oh, na gut. Okay. Er fand's okay. Jetzt muss er natürlich auch grüne Haut bekommen. Der sieht aus wie der unglaublich alte Hulk. Ah, das ist nicht so ein geiles Grün. Aber du bist jetzt im Gesicht echt schon fertig? Was willst du noch machen? Du bist schon fertig. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen erstmal noch gucken, Mann. Erstmal hier Körper. Das muss in einem Guss sein nachher. So ein Altersbäuchlein. Oh ja. Und ein Altershintern. I'm a Goblin. Das sieht ungesund aus. Das hier, ne? Ja, das sollten wir nehmen. Ich mach den mal eher so ein bisschen hier so stromlinienförmig. Ja, okay. Ja. Ach so, ah. Ganz oh boy. Also er hat ein gebärfreudiges Becken. Ja, er ist wirklich gebärfreudig. Okay, so sieht er aus. Das ist seine Form. Das ist die Form eines Mannes, der weiß, was er geleistet. Das ist die Form eines Gottes. Oh ja, ich mach die mal ein bisschen... Oder eines Goblins. Ich komm immer durcheinander. I'm a Goblin? Oh, okay. I'm a Monster? I'm a Monster? Oh, Monster findet er nicht gut. Goblin ist okay, Monster nicht. Der hat so einen kleinen Delfin auf seinem Bein. Auf jeden Fall. Oh. Das hat was. Die ist stark. Die ist stark. Die hat Potenzial. Ja. Oh, mit den Zähnen. Der hat gar kein Genital. Ah, so ein Hotpants? Why not? Why not? It's so hot. Ja, wer Schenkel hat, muss Schenkel zeigen. Ich wollte gerade sagen, er hat's ja. Und vor allem sein Tattoo an der hier am Knöchel. Oh ja. Socken? Was ist Armsachen. Arm. Ah, hier war der. Socke. Weiß. Nein! Der darf nicht. Aber nicht verdeckt werden. Der Delfin. Ja, der. Genau, der muss doch noch so rausgucken. Ah, ich will ihn weiß haben, bitte. Ja, genau, das ist gut. Das ist super. Sieht aus wie Mickey Maus. Ja, komm, weiße Handschuhe, das machen wir. Ja, okay. Ja, geil, natürlich. Der läuft immer in Das sieht ja richtig merkwürdig aus. Wasserschuhen rum. Mit seinen kleinen Füßen. Dadurch werden die irgendwie noch kleiner. Ihr könnt davor noch gucken, wie der läuft, der Kerl. Ja, ja, so laufen. Ja, so laufen. Oh! Oh, der ist noch besser. Ein bisschen zu eitel. Ein bisschen zu eitel. Stolzer Gang. Stolz. Das ist stolz. Am besten wäre etwas, wo man seine Zähne sieht. Femininer Gang. Oh, die Hüfte. Guck mal, dieses Spiel mit seiner Hüfte. Erst hat er lange der trainiert. Der weiß halt, was er hat. Der weiß, was er hat. Hier, strammer Gang. Oh, wie stramm der ist. So richtig stramm. Der geht aber stramm vorwärts da. Besonders mit seinen Taucher. Paddel da. Oh, da zeigt der Zähne. Oh, die Zähne, ja. Die Zähne sind gut. Das ist sehr gut. Ach, das ist echt schön. Was ist das hier? Schleppender Gang. Okay, nein. Sehr schlapp. Nein, der hat Energie, der Kerl. Oh, da ist aber auch... Federn, der ist auch... Au!
sehr gut. Der ist gut. Der ist auch nicht ganz so, so schlaff. Der hat ja schon Spannung, der Kerl. Ich meine, guck mal. Diesen drahtigen Körper. Guck dir die Wirbelsäule an. Der hat richtig Spannung. Was ist denn das? Federn da gegangen. Und ist das hier Gruß? Der ist aber auch gut. Verdammt, der ist auch ziemlich gut. Das sind kleine Handschuhe hier. Gab's die eigentlich in Rot? Nee, ich glaube nicht. Was ist das? Geschlecht anpassen. Dieser Sim kann andere schwängern? Was? Okay. Weder noch und schwanger werden. Wieso nicht beides? Was? Andere schwängern und schwanger werden? Ja. Das ist ja creepy. Das ist er. Ja, das ist richtig. Was kann dieser Sim im Gym im Stehen die Toilette benutzen? Ja. Sollte er es? Nein. Können kann das jeder. Generell kann das jeder. Oder ist auch ein Ego-Bert, ne? Ja. Oder ist das nur also, ein Großbums? Also ein Großbums ist es auf jeden Fall. Elderbert. Das ist der Rentner, der Opa. Aua. Sieht man noch seine Zähne eigentlich dann? Ich find's so geil, wie hier der Zahn immer so ein bisschen durchklippt. So ein bisschen drüber einfach. Da schon wieder. Und dann streckt er sich. Geil. Ja, doch, finde ich gut. Och man, aber dieses Lächeln sieht so naiv aus. Irgendwie so mega naiv. Wir suchen uns jetzt hier erstmal. Nö, was will er denn machen? Ein Bestreben, okay. Ja, er will. Er will Liebe. Liebe. Serienromantiker. Oh ja. Seelenverwandter sucht er. Serienromantiker finde ich schon mal stark. Das ist richtig Bodybuilder. So sieht er aus, ja. Auf jeden Fall hat er niemals Leg Day geskippt. Nee, Leg Day. Und Unterarm kann er auch. Freaky Champagne. Yeah. Zaubertrankproduzent. Okay. Oh, in erfolgreichen Abstammung. Der möchte. Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Vampirfamilie oder große, glückliche Familie? Was ist denn erfolgreich? Dieser Sim möchte eine Familie haben, die im Leben erfolgreich ist. Also ich würde sagen, das ist schon ein Gott gegeben. Dieser Sim möchte einen großen, liebevollen Haushalt gründen. Große, glückliche Familie heißt es, er möchte ganz viele Kinder haben? Also ich finde den natürlich auch ganz geil. Große, glückliche Familie. Das sieht so nach seinem Lächeln aus, oder? Ja. Ach, Familie ist schon gut, ne? Bei den Großbums, da geht es eigentlich immer um Familie. Hast du recht. Und da geht es aber auch nicht darum, dass es jetzt irgendwie eine erfolgreiche Abstammung ist, sondern, hallo, die sind die Großbums, die wollen einfach eine große Familie sein. So, Merkmale. Frank? Scheiße. Was soll er denn sein? Was braucht er denn? Er kann drei Merkmale haben. Romantisch oder Genie finde ich auch super. Romantisch. Nicht kokett. Romantisch, wo ist er da? Ah. Ah, da geht er gleich ab. Da wird aber auch jeder kuscheln. Oh ja. Ein Tollpatsch. Yo. Ah. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Er ist familienbewusst. Oh, ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht romantisch durch gesellig ersetzen. Ja, super. Dann haben wir Elderbert. Haben wir fertig. Oder? Ja. Haare, Haarfarbe. Haare, stimmt. Wir waren bei den Haaren noch. Wollten wir ihm jetzt diese Frisur lassen? Ich will nochmal die andere sehen. Ich will nochmal die schmier dich nach hinten weg. Die? War das die? Die ist auch gut. Das hier, glaube ich. Ja, das war die. Ja. Also die finde ich auch gut. Ah, großartig. Jetzt weiß ich wieder, wie er heißt. Alfred E. Neumann. Alfred E. Neumann. Okay. Vom Mad Magazine. Da, so sieht er aus. Ah, jetzt weiß ich auch, was du meinst, ja. Also ein ausgegrautes Pink finde ich gar nicht schlecht. Passt zu den Augen. Und ich meine, die Großbubs hatten auch mal pinke Haare. Hatten die pinke Haare? Ja, die hatten pinke Haare. Die hatten pinke Haare. Was ist denn mit unserem Anime-Man? Der hatte... der hatte doch... Grüne Haare! Nein, grün! Gelb hatte der. Wo ist er? Unser Spätzle. Wo ist er? Der Spätzlemeister. Ja, Spätzlemeister. Aber grün finde ich auch geil. Ich glaube, wir hatten uns bei pinke Augen, grüne Haare, weiß ich nicht. Aber das finde ich auch gut. Ja, grün ist auch sehr gut. Also das ist jetzt... Ich muss ihn nochmal laufen sehen, ob das wirklich der... Ist das der... ist das der Gang? Der Dinge? Ah, ich finde, die Zähne machen es halt irgendwie. Die Zähne machen es. Bei dem anderen sieht man die nicht so viel. Ja, okay, das dann Das ist die Low-Budget-Version vom neuesten Joker. Ja, jetzt mit den grünen Haaren und so, das ist ja gut. Jetzt tanzt er gleich, nachdem er so durch die Stadt gegangen ist, tanzt er gleich die Treppe runter. Ja, finde ich gut. Kriegt er noch Make-up oder so?
Fragt er sich auch gerade. Wow. Ah, das kann man auch noch hier färben. Das ist immer eine schwarze Basis. Ach, guck mal, ist aus dem Vampir-DLC. Mit grün und pink, passt zu Haaren und Augen, kombiniert das sehr schön zusammen. Ja, sowas liebe toll, ich. Toll. Ja, toll, toll. Ja, toll, toll, hast fein gemacht. Oh. Das finde ich gut. Das finde ich echt auch gut. Das ist echt auch gut. Tatsächlich finde ich das wirklich auch gut. Das finde ich wirklich echt auch gut. Oh, hier, schön nochmal so einen schönen Strich. Ja. Warte mal, haben wir den aber in der anderen? Ergänzt sich doch sehr gut mit den Narben. Pink? Lila? Das muss zum oberen Make-up passen. Oh, grün Haare. Das hat ja schon was von Coletten. Ja, finde ich gut, oder? Ja. Auch ein Grün dann. Jetzt nochmal gucken. Brauchen wir Lippenstift? Bestimmt brauchen wir Lippenstift. Ah, jetzt darf sich aber auch nicht mit den goldenen Zähnen irgendwie beißen. Mit den Zähnen beißen. Ah, witzig. Scheiße. Der war gut. Ich habe mir damals für Sims 2 so einen richtig geilen Lipgloss-DLC geholt, dass ich wirklich so eine... Weil sonst hatten die immer nur so einen fetten, dicken Lippenstift drauf, der einfach nur so wie das hier, so einfach eine fette Farbe war. Ja, okay. Aber dann war das halt wirklich so Halbtransparenzen da drin. Das war geil. Das habe ich gebraucht. So. Das habe ich gebraucht für meinen Charakter. Ja. Aber durch den Lippenstift geht er schon krass in Richtung Clown. Ja, stimmt. Der Lippenstift macht's. Dadurch sieht er albern aus. Es tut mir leid. Nein, also ich meine wirklich in Richtung Clown. Also nicht von albern gesehen. Du meinst Diebstahl? Nein! Ach, vergiss es. Ja, ich weiß, was du meinst. Lippenstift machen Leute zu Clowns. Also, Frauen da draußen, pass auf. Ich will ihn grinsen sehen, ja. Warte, wir müssen ihn laufen schön. Sehen. Laufen und grinsen ist immer die beste Möglichkeit. Zack, so. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei den Augen zu viel ist. Witze? Ich find's gut. Ja? Ich find, das macht das so ein bisschen größer dann noch. Wirken die Augenhöhlen noch so tiefer. Ja, okay. Hast du mich überzeugt? Hast du mich überzeugt? Na gut. Ja, der kriegt noch ein Kind. Genetikexperimente? Was? Sim aus Galerie hinzufügen. Okkulten-Sim hinzufügen. Oh, was? Tier hinzufügen. Neuen Sim hinzufügen. Sim über Geschichte hinzufügen. Fuck you! Oh, wir haben es einfach verpasst, Mann. Fuck! Genetik hört sich ja schon geil an und Okkult auch. Oh. Bleibt der da? Weiß ich nicht, ich drück da jetzt drauf. Es ist hinzufügen, also noch ein zweiter. Oh, meine Fresse. Ach so, jetzt kann ich mich mit irgendjemandem paaren. Hä? Und mit einem Hund? What? Was? Nee, achso, ich kann Tiere miteinander paaren. Ich dachte, ich könnte jetzt mit dem Hund paaren. Ach du Scheiße, oh Gott. Oh nein. Ach so, wir könnten noch einen weiblichen Partner erstellen und dann die beiden zusammenpacken, um dann ein Kind, Sohn zufällig wählen. Ach so. Was zum ist Teufel. Ist ja creepy, das würde ich ja zu gerne noch sehen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir noch eine passende Frau für ihn bauen. Ja. Aber ich will eben nochmal kurz bei Okkultes Sim reingucken. Oh, Alien, Vampir, Meerjungfrau, Zauberer. Kann er sich denn auch mit Okkultem paaren? Das ist die Frage, ne? Bestimmt. Weil dann... Du, das ist Sims. Sims können sich mit allem paaren. Ich glaube, du kannst sogar eine Beziehung mit dem Tod anfangen. Okay. Gibt's aber die ganzen anderen Sachen gar nicht mehr? Sowas wie Fee und so weiter? Es gab doch damals so viele, so alle möglichen Typen. Oh, Genetik war jetzt zusammengeschmissen, genau, ne? Genau, Genetik zwei. War zusammengeschmissen. Ja. Wollen wir noch eine Frau machen? Ja, eine Alien-Frau machen wir denn, oder? Eine Alien-Frau? Ja. Dann müssen wir sogar drei erstellen. Dann müssen wir einmal das Alien selbst erstellen und die menschliche Hülle vom Alien. Ja? Ja. Na gut. Machen wir. Ja, dann ist Alter, wer Großbums erstmal so weit durch? Ja, würde ich auch sagen. Und wir sehen uns wieder, wenn wir die Frau erstellt haben. Ja. Vielleicht speisen wir sie auch mit rein im Zeitraffer. Ja, das entscheiden wir dann ganz spontan. Weiter geht's.